Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Der kleine Drake war mal ein bisschen fleißig. Er hat mal angefangen, hier die ganzen Sachen platt zu machen. So hinzustellen, wie sie auch richtig sind. Die Büsche werden aber erst so richtig fertig werden, wenn da wegen mehr Zeit im Land verstrichen ist, dass da mehr. Das heißt, ich werde immer wieder mal die dann abreißen müssen. Ja, das heißt jetzt so, das sind jetzt dann, da kommen jetzt Schwarzbären hin. Selbe ist dann auf der anderen Seite. Auch wenn es das dann irgendwann steht, kommen hier auch Schwarzbären hin. Das nächste, was jetzt dann kommt, sind dann Blaubeeren. Und dann kommen Himbeeren und die gelben Beeren. Gooseberries, glaube ich, heißen sie. Genau, dann habe ich jetzt schon mal, wie gesagt, alles soweit vorbereitet. Jetzt sind wir genau oder fast genau an der Chunk-Grenze. Das heißt, wir haben jetzt die nächste Mauer gesetzt. Wir sind jetzt hier auf Ebene 69. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal runtergehen. Also ich werde jetzt dann nochmal auf 64, 63, dass wir halt auf dem Wasserlevel sind, weil irgendwann. Wenn wir halt richtig das gemacht haben, wird hier auch ein kleiner Fluss noch entlang laufen. Wenn ich mein Dachschaden bis dahin weiterführe. Genau. Also. Bei den Dingern kann man auf jeden Fall sagen, wenn ihr die Dinger hinstellt, Bone Meal drauf, dann funktionieren sie auch wieder. Ich hoffe, dass ich das gemacht habe. Also bei denen auf jeden Fall. Kann sein, dass ich es nämlich noch nicht bei jedem gemacht habe. Da, wo ich schon was rauskriege, da habe ich es gemacht. Bei denen, wo ich noch nichts rauskriege, habe ich es noch nicht gemacht. So. Es wird erst interessant, wenn mein Magnet auch da ist. Da sind wir aber noch ein Stück entfernt. Ich hoffe zwar nicht mehr so weit, aber wir sind noch ein Stück entfernt. So, weil ich mal ja, euch zeigen will, mache ich ja, es wollte ich ja eigentlich immer wieder mal machen. Und zwar die Serverinfo, die Server-Tops. Also gestorben, klar, einmal 0,02. So, Timeplate. Also wir sind jetzt bei 47 Stunden und es ist wirklich so, diese 47 Stunden sind wirklich fast reine Spielzeit. Also es ist ganz selten, weil ich viel zu Muffensausen habe, dass ich da mal AFK rumstehe, sondern da wird wirklich dann ausgeschaltet. Aber, wie gesagt, hat auch diesen Vorteil mit den Claimed Chunks, ne? Das muss man auch dazu sagen. Die bringen mich auch weiter. Des Weiteren. Also hier habe ich mich noch um einen verzählt. Beziehungsweise da hatte ich so einen Runtergehweg und dann habe ich gedacht, okay, das geht hier weiter. Da habe ich gedacht, wie mache ich das denn da vorne? Da habe ich gesagt, okay, wir verschieben das. Darum seht ihr auch schon, dass der Baum hier schon leicht mickrig ist. Das heißt, wenn die Äpfel mal irgendwann alle ausgewachsen sind, werden sie abgeschlagen, Baum abgeschlagen, eins verschoben. Selbe auch hier, selbe mit unserem Orangenbaum, der auch mittlerweile steht. Oder bald stand. So, was machen wir als nächstes? Hier haben wir noch einiges zu tun. Ich sollte auf jeden Fall mir jetzt mal demnächst auch mal einen Rap hier bauen.
Sollte sehr sinnvoll sein. Vor allem da will ich dann auch Schärfe und Lack drauf haben. Also das heißt, das Ding muss richtig pervers werden. Ein normales Schwert. Dann haben wir einen Bronze Javelin. Das sind sowas ähnliches wie die Wurfmesser. Wurfmesser. Also die großen, dann die kleinen Buchstaben. Genau. Und dann Münzelrute. Das da weitermachen. Aber ist jetzt gerade nicht so wichtig, denn wir wollen jetzt erstmal. Also Maserator ist super, der arbeitet. Ich bereite jetzt nämlich schon mal alles vor, weil ich habe gesagt, ich bereite für euch schon mal Rough Iron vor. Und ich merke gerade, hier ist jetzt Programm. Ich habe mal wirklich wegen was vorbereitet. Ich habe fast 1,5 Stacks. Ich habe zwar nicht mehr so viel Stahl, weil ich den Stahlofen dieses Mal komplett vernachlässigt habe, weil das da draußen Vorrang hatte. Aber das soweit. Falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, nur nochmal zur Info, ich habe mir wirklich eine gute Erkältung bis außen eingehandelt. Es kann auch mal sein, dass ich mal kurz weg bin. Dann versuche ich nämlich mal, oder dann habe ich mein Mikro nämlich hochgeklappt, damit ihr den Husten oder den Nieser nicht hört. Dass ich schon mal von. Und dass ich jeden erwische, glaube ich nicht. Beim Schneiden. Glaube ich einfach nicht. Dafür sind die Videos bei mir nämlich zu lang. Hab auch einen schönen Tee neben mir stehen gerade. Um die Stimme ein wenig zu ölen. Dass das vorangeht. Genau, also wir wollen auf jeden Fall. Den da will ich auf jeden Fall upgraden. Weil es Sinn macht, eventuell auch den Alloy-Smelter. Weiß ich noch nicht. Kompressor. Forgehammer, den auch Sinn machen. Weil dann wird dann auch schneller. Mal einfach gucken. Also, Maserator. Zwar. Maserator ist da. Das ist der hier. So, dafür brauchen wir Small Rough Iron Fluid Pipes. Eine Stahlplatte. Das heißt, wir haben drei Stahlplatten. Nein, wir kriegen zwei Stahlplatten. Okay, also davon nehmen wir drei. Und davon nehme ich einen ganzen Schwung. Und das ist der Vorteil, wenn man die ganze Zeit wirklich die Nacht überspringt. Das ist Außenbauen macht viel Sinn, wenn man mit Solar noch arbeitet. Als Hauptstrom. So, als erstes der Forgehammer. Ja, den Forgehammer werden wir auch auf jeden Fall mitmachen. Das heißt, wir daten sogar den jetzt als erstes ab. Den Extractor können wir schon mal raushauen. Und dann gehen wir mal schnell hier rein und schauen uns mal den Forgehammer an. Das ist dasselbe. Okay. Also, das heißt, wir brauchen. Das sind schon mal die Pipes. Bin noch beim Überlegen, ob ich den mal demnächst mal abreiß. So, das heißt, wir haben jetzt die Pipes. So, und jetzt brauchen wir 10 Stück nochmal. So, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 7. Drei, sechs, neun. Wir gehen. Ich
Ich merke gerade, ich habe, wie es aussieht, richtig mitgedacht mit dem Rough Island, dass ich da etwas mehr mache. Weil da geht momentan ein bisschen was drauf. Und es macht halt momentan Sinn, dass wir die halt auf jeden Fall auch updaten. Wird auch irgendwann noch der Solarboiler, nein, nicht der Solarboiler, der andere, weil den da abzugraden, nein, ist mir zu günstig. Ich habe doch schon mal eine 10. Ich habe wieder zu großzügig gedacht, merke ich schon. Dann hätte ich gesagt, wir machen als erstes mal die Pipes. Haben mir auch schon mittlerweile mal eine Stahlsäge gebaut. Weil man braucht das Zeug immer wieder. So, das da ist richtig, das da gerade dahin. So, High Pressure. Das heißt, wir kommen mit dem dahin. Die zwei kommen dahin. Du kommst dahin. Jetzt wird er wegen der Masseerator vor sich rausbrutzeln. Weil ist natürlich was drin. Was meiner Meinung nach auch Sinn hat. Und die Toolforge nehmen wir auch gleich mit. Müssen wir beide Maschinen haben. Das heißt, wir können schneller unsere Sachen klopfen, weil das wird auf jeden Fall bis MV durchgezogen. So, wir haben jetzt einen High Pressure Forge Hammer. Und der Drake hat natürlich seinen Maserator verloren. Am besten. Nein, den hat er nicht verloren, der ist in der Kiste, weil da ist ein Hopper drauf. So, da kann der jetzt nämlich schon mal anfangen, Steam zu ziehen. Und dann machen wir den da auch. Haben wir zwei Quests abgeschlossen. So, dann gehen wir noch nach oben. So, ich bin auch mittlerweile beim Überlegen, ob ich nicht mal die da nach hinten verlege. Also wenigstens den hier, den Extractor. Das ist jetzt genau das Problem. Ich habe jetzt nur kein Software dabei. Habe ich genügend Holz da? Ach, ich gehe mal schnell einen holen. Das ist der Nachteil, wenn man eine Automation hat, so eine kleine. Denn der will die ganze Zeit weiterarbeiten. Auch wenn das Steam noch nicht da ist, dann müssen die Boiler erstmal richtig Gas geben. Also wenn die beide soweit sind, dass die anfangen zu puffern, wie gesagt, schalten wir den Maserator wieder ein. So. Das heißt, ich nehme hier auf jeden Fall das Rough Iron und das mache ich beim zweiten auch. Oh, jetzt gibt es einmal Gummibären und einmal Brezel mit Senf. Okay. Das, wie gesagt, muss noch ein bisschen warten. Das sind wir schon mal aber auf einem sehr guten Weg. Wo wir auf einem guten Weg sind oder wo ich eigentlich gar nicht hin will, aber wir müssen, ist der Nether. Und wir haben ja dieses schöne Ektoplasm da gesehen. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich genügend Glas habe, weil sonst muss ich nämlich noch mehr Glas einschmelzen. Jawohl, ich habe hier 8 Glas da.
Und ich bin auch fleißig beim Ektoplasmen. Also ab und zu hat man Glück, ne? Da kommt dann dieser, also dieser Mini-Slime, dieser da hat mir das da beschert. Ups, ich renne schon wieder zu weit, weil ich habe hier auch noch welchen drin. Weil dann baust du halt mal sozusagen was ab mit der Schaufel. Dann kommt da einer rausgeschossen. Dann klopfst du den natürlich und dann nimmst du natürlich deine Lucky Punch. Picke, die kann auch Schaden machen. 4 ist nicht viel, aber für die Slimes, für die kleinen Slimes reicht's. Und ab und zu kommt dann so ein Geist raus und den Geist muss man halt dann einfach nur mal auf den Kopf hauen. So zwei, dreimal. Und wenn die halt in der Erde, ne, wo ich gerade gearbeitet habe, spawnen, dann ist es halt total super. Weil dann hast du nämlich, dann kannst du nicht abhauen. So, das heißt, wir haben jetzt mal das da gelootet. Wir holen uns bitteschön das nächste Glas. Jetzt ist eigentlich die Special-Frage. Glas, kann ich dich eigentlich auch im Alloy-Smelter machen? Kann ich. Okay, das heißt, da haben wir auch den Grund, warum, dass wir den Block brauchen. Ja, das heißt, das Zeug einschmelzen kann man somit umgehen. Gut zu wissen. Okay, also das Spektralglas ist total genial, das zeige ich euch gleich. Aber wir bauen uns jetzt noch vorher ein Feuerzeug. Das heißt, ich brauche jetzt drei Stahlrods, ich brauche eine Platte. Habe ich noch eine? Habe ich da noch eine? Nein, also. Das heißt also, wir brauchen davon drei. Wir brauchen davon sechs. Das heißt, wir haben jetzt drei Stahlrods. Dann müssen wir jetzt mal hoffen, dass der da draußen schon so weit ist, dass der genügend Power hat. Und habt ihr was gesehen? Das ging doch schon mal zügiger als das, was wir davor hatten, oder? Genau, Zeitersparnis ist das magische Wort. So, und wir brauchen jetzt fürs Feuerzeug das machen wir gleich mal rein. Eine Feder und ein Gier. Das Gier machen wir aus einer Platte. So, ich brauche nur eine. Ja, eine Platte. Nee, das Gier. Hammer. Und der Wirecutter. Haben wir schon mal den da? Du kommst erst mal dahin. So, und als nächstes brauchen wir jetzt noch die Feder. Und die Feder ist. Okay. Stahlrod. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Du dahin. Du dahin. Dahin? Nein, kann ich mir nicht merken. Ja. Was habe ich jetzt für ein Werkzeug? Achso, ich brauche die Säge. Achso, ich muss den Rest abschneiden. Alles gut. Okay. Dann heißt es jetzt, wir haben das. Jetzt brauchen wir noch einen Flint. Den habe ich mal einstecken. Nein. Nein. Auch nein. Jetzt ja. Gut geraten. So, das heißt, wir haben jetzt das. Und ich nehme mir natürlich jetzt das Obsidian mit. Ich habe einen Bogen.
und 32 Pfeile bekommen. Ganz wichtig, wir gehen ja jetzt in den Nether rüber. Ich habe es geschafft, den ersten leer zu kriegen. Ich bin nur gerade beim Überlegen, wie ich das jetzt insgesamt mache. Wenn ich jetzt das halt hier aufbaue. Nee, ich will es eigentlich hier nicht aufbauen. Das Problem ist nur, wenn ich es jetzt da aufbaue. Da will ich weitermachen, da will ich ja auch weitermachen. Ja, okay, aber dieses Tor umzuziehen, das ist ja wie Kindergeburtstag, ne? Also, wenn es dann ein Problem gibt, da gibt es keins. Also, wir brauchen hiervon zwei, dann davon drei, davon zwei, davon drei. Und ich brauche das Wichtigste, ich brauche mal wieder Fackeln. Ich merk immer mehr, ich muss mal jetzt langsam wieder sicher in die Pötte kommen, dass ich mir die Sugarcanes auch mal anpflanze, dass ich mal ein paar Sugarcanes bekomme, dass mir die Quest mit der Quest weitermachen. So, also das Rough Iron lassen wir mal hier. Die Stahlplatte lassen wir hier. Ich lasse mir hier. Dann haben wir das da. Das lassen wir auch hier. Ball of Moss geht sogar in die zweite Graffelkiste. So, also, warum habe ich jetzt genau dieses Glas gemacht? Weil wir immer wieder mal hier Monster haben. Die uns auf den Zeiger gehen werden. Also werden sie mal entsorgt. Ich glaube 3 hoch. Und das heißt jetzt, ich brauche... Nein, 3 hoch ist dann 12, bitte. Wie gesagt, wenn es mir dann irgendwann mal ordentlich gebaut. Boah. 1, 2, 3. Dann kommen dann unten drunter auch Hopper, aber es ist momentan nicht so wichtig. Dass ich jetzt den natürlich hier falsch setze, war natürlich klar. Der kann natürlich hier hin. So, und das Schöne ist jetzt, ich kann jetzt über diese Blöcke laufen. Die bösen Monster nicht. Ich hoffe, dass es reicht so. So, wir brauchen aber nochmal aus der Kiste nochmal 12. Und ich nehme jetzt einfach mal belanglose Blöcke. Nein, ich nehme sogar Kabel. Ist ganz gut so. Einfach nur mal Kabel nehmen. Paar Stacks mitnehmen. So, das haben wir abgeschlossen. Das da wollen wir jetzt abschließen.
So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche gleich richtig viel Platz im Inventar. Oh, beim ersten Mal gleich geklappt. Das ist schön. Aber ich brauche noch eine Kleinigkeit brauche ich noch. Brauche sogar noch zwei Kleinigkeiten. Das lerne ich auch nie mehr. So, das sind das da. Ja, die hätte ich mir gleich wegnehmen können. Gut. So, dann heißt es jetzt Chest bauen. Zwei Stück. Und Drawer bauen. Ein Stück. Da kommst du weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Das Glas brauche ich vier Stück. Das brauche ich nicht. Ich brauche momentan drüben auch kein Bone Meal. Kann ich hier lassen. Holz brauche ich auch nicht. Aber das da brauche ich. Das ist wichtig. So, dann lasse ich den Wrench nämlich auch mal da. Und das Obsidian lasse ich auch. Ne, das Obsidian habe ich da drin. Das war auch da. Dann hätte ich mal gesagt, wir gehen mal rüber wandern. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen vernünftigen Bereich bekommen. Okay. Schlechteste ist es nicht. So, aber momentan ist noch nichts da. Das ist gut so. Wie weit bin ich jetzt erstmal vorbei? Zwei Stück. Hier bin ich jetzt vorbei. Vier Stück. Wie gesagt, das wird erst das richtige Material werden, wenn ich, wenn das Tor, wenn ich dann genau weiß, wie, was, wann, wo. Aber ich sehe schon mal, wir haben auf jeden Fall schon mal Soul Sand in der Nähe. Wir haben diese schönen Dinger da in der Nähe. Diese Glow Flowers wären nicht schlecht, wenn ihr die auch noch finden geht. Und zwar auch in der Nähe. Leider habe ich aber kein. Doch, Glowstone haben wir auch. So, dann haben wir mal diesen Pilz hier auch weg. Okay, dann heißt es für mich auch, ich brauche hier noch einen Eingang. Muss ganz vorsichtig gerade drücken. Sonst reiße ich hier alles raus. So, auf der Minimap sehe ich auch noch keine Schweinchen. Das ist
ist schon mal gut. Wie gesagt, ich habe leider immer noch keine Antwort, warum das teilweise. Also bis jetzt habe ich zwei Monster. Ja, okay, also wie gesagt, alle denken, glaube ich, ich habe komplett einen am Rad. Weil ich mich beschwere, dass ich keine Monster habe. Wie gesagt, es ist so lang gut, solange man keine braucht. Ja, wenn man aber irgendwann mal anfängt, dass man langsam, aber sicher doch mal welche brauchen könnte, ist es nicht gerade sehr prickelnd, wenn man keine hat. So, das heißt, wir gehen jetzt mal mit dem da entlang. Weil, soweit ich das auch nicht auch verstanden habe, spawnen auch keine Zombie-Pigments auf diesen geschüsselten Stein. Die zwingen halt einen dazu, dass man gleich von Anfang an etwas schöner baut. So, dann hoffen wir mal. Dass wir das soweit schon mal haben. Ja, hier muss ich ja auch noch was machen. Dann könnten die Steine reichen. Denn das da kommt hier hin. Ja, und ich weiß, ich habe diese Minecraft-Krankheit. Nichts wegschmeißen. Aber und schon hat das geklappt. So, was ich jetzt natürlich machen muss, ist, aber das machen wir erst dann. Wenn das Ding dazu gebaut ist. Uhu. Muss dann auf jeden Fall noch mal über, weil mir reichen die Steine nicht und ich möchte auch nicht, dass oben drauf was spawnt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt den Bereich auf jeden Fall schon mal gut. Dann hätte ich gesagt, gehe ich noch mal schnell rüber. Und besorge mir mal schnell also mindestens nochmal zwei Stacks Steine. Hiervon brauche ich nochmal 12. Hiervon brauche ich. Ne, da waren sie. Nochmal 4. Und ich hatte doch, genau, zwei Türen. Was brauche ich, um da die anderen Türen draus zu machen? Davon 4 Stück. Holzschrauben habe ich. Die sind da. So, Usage.
Danke. So, haben wir die auch? Wir haben jetzt mal 4 Stacks nochmal mitgenommen. Auf jeden Fall ein Railcraft-Tank ist auf jeden Fall auch schon so in der halben Sicht. Da gebe ich dann auch gerne nochmal Eisen aus. Okay, so, dann heißt es jetzt für mich, wir machen jetzt mal da draus nochmal die Steine. So, jetzt kann da schon mal auf dieser Seite schon mal keiner raus. Wenn hier einer rausgeht, wird es nicht gut gehen. So, dann heißt es jetzt, da kommt das Tor rein. So. Ja. Nein, ich wollte nicht zu viel machen. Dann heißt wieder 1, 2, 3, 4. Dann kommst du dahin. Okay, dann kommst du dahin. Wenn man denkt, man hat die langsamere Picke und mit der ist man unpräziser als mit der schnellen. Das ist super. Okay, so. Dann sollte ich mal noch mal mein Spektralglas nehmen. So, das heißt, ich kann jetzt hier reinrennen. Und wenn die mir hinterher fetzen, dann fetzt es runter und dann gehen die da unten drauf. Das finde ich spitze. So. Dann. Die dann nehme ich mir so mit. Wie gesagt, ich hätte jetzt gerne die anderen Sachen da gekriegt. Ich bin wirklich gerade fasziniert. Also normalerweise spawnen die in der Gruppe, ne? Also das sind immer 3, 4, 5 Stück da. Irgendein Bug drin. Oder ist da irgendwas eingebaut, weil man muss ja dazu sagen, ne, wenn man sozusagen in der ja, wobei ich habe sogar die Wälder noch mal neu gestartet, weil ich einen neuen Seed genommen habe. Aber ich habe auf dem alten Seed, wo ich zuerst drauf war, habe ich natürlich auf Peaceful mir gemacht und bin ein bisschen abgelaufen. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und ja. Mag der es nicht, dass da peaceful ist? Dass da mal peaceful war? Also woran liegt das? Also wenn jemand mir das sagen kann, wäre super. Wie gesagt, ich habe absolut keinen blassen Dunst. Ich sag, ein Schweinchen. Das war's. Also, kann auch in Peaceful spielen.
Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, das Ding ist auch kopiert vom anderen, vom also von dem, da wo es einigermaßen normal läuft. So. Glowstone. Wir haben da oben Glowstone. Ab nach oben. Weil dieses Zeug, das brauchen wir jetzt auch drüben. Da können wir nämlich auch mal anfangen, ein wenig mit der Beleuchtung rumzuspielen. Und wie gesagt, da hätte ich jetzt noch gerne diese anderen Blumen. Na, versteck mich mal da drin. Wo sind wir denn auf welcher Höhe? Wir sind auf Höhe 87. Ich glaube, die maximale Höhe ist 128. Das ist eigentlich eine ganz gute Höhe. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr so weit nach oben. Müssen aber ganz schön runter. Weil das ist nämlich das, was ich jetzt dann mit einplanen muss. Wo wir was dann bauen. Weil für Sulfur müssen wir runter. Für Tetrahydrit müssen wir rauf. So, und jetzt ist halt nur die Frage. Also da schaut es mir aus nach Höhle. Da ist es etwas massiver. Das heißt, wenn ich jetzt dann darüber gehe, könnte ich dann massiv nach unten gehen. Da hinten könnte es auch massiver sein. Okay, das heißt also, unser Gebäude wird in die Richtung wandern. Kann sein, dass dann auch da drin nochmal sich alles ein wenig umgestaltet. Aber das ist momentan noch nicht so wichtig. Barit. So. Also Flint and Steel ist eigentlich nicht sehr teuer. Ein Lavakristall finde ich ein Blödsinn. Auf dem Schwert das drauf zu machen, dass man was anbrennt. Ist ganz toll, wenn man auf Endermänner einschlägt, dann hauen die nämlich ab. Auf Picken und sonst was sehe ich nicht. Außer dass er das halt durchbrät, aber was bringt mir das? Und bei den Erzen bringt es mir das gleich zweimal nicht. Das bringt mir was, wenn ich Vanilla spiele. Lootback. Iron Golem Spawn. Was ich halt momentan, was ich nicht mehr weiß. Habt ihr vielleicht eine Idee drüber? Ist halt, wenn man diese Spawn-Eier hat, kann man damit was anfangen? Kann, ja, wobei ich kann mir auf jeden Fall einen Iron Golem machen. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn einfangen kann. Das ist das, was ich nicht weiß. Ich meine jetzt in dieser Fiole, dass man da irgendwann einen Spawner baut, ne? Weil dann hast du eine Eisenfarm, da kann alles andere dagegen einpacken und heimgehen. Da, also wie gesagt, deswegen hebe ich ja auch schön brav die Spawn-Eier auf. Weil ich ja irgendwie hoffe, dass da draus noch was Vernünftiges wird. Es wird mir dann bestimmt gleich die Illusion genommen. Aber ist wichtig. Weil dann weiß ich das nämlich auch. Oder wir. So. Macht es jetzt Sinn? Dass ich jetzt den hier lasse oder im Nether? Ich hätte gesagt, auch mal im Nether. Gehen wir nochmal rüber.
So, dann kommst du da rein. Dann bist du leer. Und du kommst daneben mit einer Kiste. Und ich muss mal kurz an die Tür. Sekunde. So, man kennt es ja nicht anders, ne? Am Tag schellt einmal das Telefon und einmal eventuell jemand an der Tür. Genau zur Aufnahme. Ganz groß. Aber ich habe den Aufnahme-Button rechtzeitig gefunden, hoffe ich. So, Faden natürlich jetzt komplett verloren. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen Glowstone da. Das heißt jetzt mal in den Kompressor rein. Und schon wird es vernünftig. So, und hier haben wir auch. Du bist aber komisch und weit weggeflogen. Dann machen wir dich jetzt mal wieder an. Ja, und das ist doch schon mal viel angenehmer. Jetzt braucht er 20 Sekunden. Der hat 40 Sekunden teilweise gebraucht, um ein Erz zu massakrieren. Darum auch Massakre. Ja, und. Das heißt, wir können da auf jeden Fall auch mit den Ärzten viel besser arbeiten. So, hier ist mittlerweile alles provisorisch. Ich bin total begeistert. Aber wir waren im Nether. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal wieder in den Nether wandern müssen. Denn wir müssen Rubber suchen. Also wir brauchen auf jeden Fall Sulfur. Das heißt, die Basis drüben muss ich schon mal ordentlich hinstellen. Und die da, die hätte ich halt auch gern. Weil wenn ich die 10 Stück habe und die 10 Stück anpflanze, wie es so schön heißt, ne, dann brauche ich keinen Glowstone mehr. Aber da werden wir jetzt dann mal peu à peu drüber sein. Okay, das heißt jetzt für mich, ich werde drüben die Basis jetzt in Hochgeschwindigkeit mal mit euch zusammenbauen. Und dann eventuell noch eine Treppe mit nach oben und nach unten, dass wir dann beim nächsten Mal dann da ganz normal suchen können. Genau, so machen wir das auch. Im Sinne, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder sonstige Sachen wissen wollt, dann ab damit in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.